Wir sind drei kreative und heißblütige junge Bürger von Köln. Wir sind Durchstarter und Visionäre. Und unsere Geschichte begann bereits im Jahr 2012, als wir unser Startup gründeten. Und am Anfang waren es grausame Zeiten. 3 Monate lang haben wir gegen die Windmühlen der Theorie gekämpft. Und dann, wie aus dem Nichts, wurden wir auserwählt. Und hier, bei Startplatz, im Rahmen von Startup Weekend Next, haben wir unsere ersten Superkräfte bekommen. Seitdem benutzen wir diese Superkräfte unaufhörlich. Wir stellen uns ständig neuen Herausforderungen. Wir sind unseren potenziellen Zielgruppen begegnet. Am Flughafen haben wir uns auch begegnet. Und wir haben für verschiedene Ideen Prototypen gebaut und getestet. Und auf unserem Weg haben wir auch einiges auf die Fresse bekommen. Aber das hat nicht unsere Motivation stoppen können. Wir haben wertvolle Erfahrungen gesammelt und sind an den Herausforderungen gewachsen. Somit hat der Werdegang für uns als Lean Heroes angefangen. Mladen, zeig jetzt, warum wir kämpfen. Hey. Das Problem, jawohl. Unsere Beweggründe sind klar. Es gibt in Deutschland zu viele Gründer, die einfach auf gut Glück ihr Startups gründen. Und dabei verfolgen sie ein sehr veraltetes Verfahren. Also Rado, wer soll dann diese armen Seele aus der Not retten? Klar, Mladen, die Lean Heroes. Also, bist du bereit? Ja. Ob ein Businessmodell aufstellen, eine potenzielle Zielgruppe validieren oder effektiv einen Prototypen bauen, wir wollen unser Wissen, unsere Erfahrungen und unsere Kreativität in den Dienst von Startups sowie bestehenden Unternehmen stellen. Bei uns soll jeder in schnellster Zeit von Zero zu Lean Hero werden. Aber Mladen, sag jetzt, warum sind wir heute zum Startplatz gekommen? Gute Frage. Wir sind heute hier, weil Rado für uns alles hier bei Startplatz angefangen hat. Wir haben die Idee von Lean Heroes ist eigentlich hier in Startplatz entstanden und zum ersten Mal haben wir uns hier bei Startplatz mit Customer Development konfrontiert. Und es gibt draußen zu viele Gründer und zu viele Unternehmen, die Lean-Techniken nicht kennen oder deren mächtigen Vorteile einfach unterschätzen. Und gemeinsam können wir diese innovative Denkweise popularisieren und durchsetzen und Startplatz als den Lean-Hub machen, nicht nur auf nationaler, sondern auch auf internationaler Ebene. Gemeinsam stehen wir von einer neuen Zukunft, die Zukunft der Lean-Heroes. Und es wäre uns eine Ehre, dass wir bei Startplatz unser Headquarter einrichten zu dürfen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und jetzt Dankeschön. Viele Fragen.